Jetzt brauchen wir noch ein paar andere Dinge. Aber vorher hole ich mir mal den Gegenstand, den wir brauchen, um den Kobold zu holen. Und dafür betreten wir jetzt, zum ersten Mal, seitdem wir Tod dort hergeholt haben, den Kontinent 4X. Seinen Senf hat Ritzwind dazu schon abgegeben. Wir schippern mal rüber, damit die Musik ein bisschen anders wird. Schönen Wellen im Hintergrund. Und natürlich dem bei meinen Knochen Schnappler im Vordergrund noch ein Schnapper. Komisch. Man reist viele tausend Kilometer weit und begegnet jemandem, der einen an jemand anders erinnert. Ja, das ist der dritte im Bunde. Zumindest in diesem Spiel. Ich glaube, einen vierten kriegen wir nicht mehr hin. Zum Glück. Ich wollte eigentlich nur eine schöne Soundkulisse erschaffen, damit ich euch was über 4X erzählen kann. Block ablese. 4X ist eine Anspielung auf den australischen Kontinent und die dortige Kultur. Der Name 4X kommt von der britischen Biermarke Castlemaine XXXX, welches im Fernsehen ebenfalls mit Australien beworben wird. Wenn ich was finde zu dem Thema, werde ich es einblenden. So there's gonna be a few of you out shearing this time then. About 40, I'd reckon. Something for the ladies? Oh yeah. Two bottles of sweet cherry, mate. Looks like we've overdone it with the sherry. Yeah. Australians wouldn't give a Castlemaine 4X for anything else. Es handelt sich um ein sehr, extrem gefährliches Land. Tod selbst hat eine Enzyklopädie-Reihe in seiner Bibliothek, welche sämtliche Gefahren auflistet. Und das Einzige, was hierbei als harmlos beschrieben wird, sind einige der ansässigen Schafe. Der Kontinent war zuvor umgeben von einem Zyklon, der Regenwolken, Fern und Einheimische auf der Insel festgehalten hat. Die Entfernung dieses Zyklons geht natürlich wieder auf Rinsmans Konto. Die Einheimischen erinnern äußerlich an die australischen Ureinwohner, siehe Schnappler. Charakterlich erinnern sie an die vorteilsbehaftete Don't Worry, Be Happy Lebensart mit einem stark ausgeprägten Unverständnis für das Phänomen Regen. Denn da der Kontinent von 4X lange, lange Zeit nie von Regen berührt wurde, ist die Mentalität hier, dass es ein Wetterereignis auf der Welt geben kann, was dafür sorgt, dass Leben und Pflanzen auf dieser Einöde gedeihen könnten, so dermaßen unverständlich, dass man Leuten, die diese Sache behaupten, dass sie existiert, mal spontan eins in die Fresse knallen. Was ich mir auch gut verstehen kann. Wir sind hier aber aus einem anderen Grund. Wir müssen mit Schnappler reden, aus wegen zwei Dingen. Larven, Kumpel? Was? Larven. Leckere Larven, einfach köstlich. Riechst du sie schon auf dem Grill? Sie kosten nur 3 Münzen und bei solchen Preisen werde ich nur langsam reich. Nein, danke. Heute steht mir nicht der Sinn nach Insektenlarven. Könnte der Fehler deines Lebens sein, Kumpel. Die Dinger sind eine wahre Gaumenfreude. Bäh. Larven? Riechen grässlich. Stell dir vor, du verirrst dich in der Wüste. Dann wärst du bestimmt froh, sowas essen zu können, Kumpel. Das wäre eine gute Werbung für Landkarten. Bist du sicher, dass du von hier stammst? Du erscheinst mir sehr vertraut. Ebenso sicher zählen Schnabeltiere zu den eierlegenden Säugetieren. Darf ich deine Aufmerksamkeit auf sehr qualitative Qualitätswaren richten, Kumpel? Picknickkörbe, Hüte mit Korken drin, wie wär's mit einem hübschen krummen Stock? Davon kann ich eine große Auswahl bieten. Ein krummer Stock. Wozu soll der gut sein? Weg damit. Nein, warum verkaufst du nichts Nützliches? Etwas Nützliches? Dies ist nützlich. Nützlich? Ha! Siehst du? Hier, das Beste vom Besten. Nimm 2 rohe Insektenlarven. Die Dinger heilen wie Magie. Wie Magie? Nun, ich meine, wenn sie was heilen, so grenzt das an Magie. Komm schon, Kumpel. 2 für den Preis von einer. Und ich versichere dir, ich könnte viel weniger verdienen. Lass mich in Ruhe. Und damit haben wir den Bumerang bekommen. Genau den brauchen wir, um an den Kobold zu kommen. Eine Art krummes Stockding. Bei solchen Objekten sollte man ein Handbuch mitliefern.
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie Rincewind die Dinge identifiziert. Das sind große, spitze Steindinger, große, runde Steindinger und jetzt haben wir auch noch ein Stockding. Wobei mich noch mehr wundert, dass er es nicht Holzding nennt. Dann hätten wir zumindest die Kategorisierung nach Materialeigenschaften. Wir brauchen aber nicht nur den Boomerang. Und ich wünschte, wir könnten den Hut mit Korken drin mitnehmen. Ich wollte schon immer so ein Ding haben. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte noch nie einen richtig guten Hut in meiner Bude. Und einer mit Korken drin, das muss so dermaßen stumpf aussehen. Das Bild wird mir einfach nur gefallen. Nein, wir brauchen einen Picknickkorb. Körbe. Sieh sie dir gut an. Vielleicht knüpfst du sie während einer Heiltherapie, bevor dieses Spiel zu Ende geht. Meinst du nicht eher nach dem Spiel, wenn die traumatischen Ereignisse alle vorbei sind? Gib mir mal einen Korbschnapper. Ah, wohl. Erstmal reden wir mit ihm. Keine Ahnung, was das hier hinten bedeuten soll für eine komische Aussperrung. Ich denke, das ist ein Bug. Wenn ihr Einheimischen so schlau seid, wieso sind dann keine Flaschen an dem Hut befestigt? Das war der Fall, aber Fliegen haben sie fortgebracht. Warum? Wohin? Wie groß sind eure Fliegen? Oh, Moment, nein. Ich habe ja schon gesagt, Schafe sind hier die einzigen ungefährlichen Tiere. Also will ich mir nicht vorstellen, wie gefährlich und groß Fliegen hier sein können. Oh, unangenehmer Gedanke. Komm schon, Kumpel. Zwei für den Preis von einer. Und ich versichere dir, ich kann viel weniger verdienen. Hör auf mit dem dummen Gerede. Ich bin sicher, dass es kaum etwas bedeutet. Entschuldige, du bist dahin gekommen, wie? So reden wir nur, wenn Ausländer zugegen sind. Der Fremdenverkehrsverband meint, wir hätten ein Image zu wahren. Im wirklichen Leben käme niemand von uns auf die Idee, zu trinken, zu fluchen und abfällige Bemerkungen über Frauen zu machen. Nun, wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Hier lasst uns eins aufgehen, Jungs. Und zum Deibel mit allen Frauen, den dummen Zicken. Ja, sehr interessant. Geh jetzt und zeig dort drüben deine umgangssprachlichen Künste. Fall anderen Leuten auf den Wecker. Ach, jetzt hast du mich damit angesteckt. Ja, die Masse macht's aus. Ah, der Knochenweißstrand. Sonne, Meer, Sonne, Sand, Meer, Hitze, Fliegen. Und ein seltsamer, unbeschreiblicher Geruch, der unaufdringlich und verstohlen an allem haftet. Genau der richtige Ort für die Toten, um ein wenig das Leben zu genießen. Seltsam. Die Wellen haben etwas Hypnotisches. Sicher macht's großen Spaß, dort zu schwimmen, den zerbrochenen Flaschen und rostischen Angelhaken zwischen den Haien auszuweichen. Ach, klingt nach viel Vergnügen. Ich frage mich, wie man's anstellt. Was, schwimmen gehen? Geschweige denn rostigen richtig zu schreiben. Falls rostig im Mehrzahl rostischen mal wirklich so geschrieben wurde, dann... Okay, ja, ist in Ordnung. Gib mir mal einen Picknickkorb mit. Der Picknickkorb. Er ist nicht zufällig mit Käfern gefüllt, oder? Nein, Kumpel, Käfer würde ich zusätzlich in Rechnung stellen. Ein Gelegenheitskauf. Den Griff bekommst du umsonst. Und dadurch verliere ich kaum Geld. Ja, zum Glück keine Käfer drin. Obwohl ich sagen muss, dass es auf eine bestimmte Käfersorte ankommt, die wir in dem Fall brauchen. Aber das merken wir später. Erstmal haben wir hier alles, was wir brauchen und können wieder zurück nach... müssen wir jetzt nochmal nach Ankh-Morpork? Ja, wir müssen nochmal nach Ankh-Morpork. Und eigentlich sogar nochmal nach Hollywood, aber ihr müsst es gerade entschuldigen, ich vergesse gerade ein paar Dinge, denn ich habe mich auf etwas anderes konzentriert momentan. Was weniger mit den Bildern der Elfenkönigin zu tun hat, als vielmehr mit der Tatsache, dass wir dann nachher auch noch was tun müssen. Also dem, was ich eigentlich vorhatte und den Bildern danach und so weiter und so fort. Boah, schwierige Erklärung. Okay, erstmal packen wir das Essen hier rein. Fast schon truhenähnliche Eigenschaften dieser Korb. Gut, ich habe was vergessen. Ja, schon wieder. Und muss deswegen einmal kurz nach Hollywood. So, wir müssen nämlich etwas tun mit unserem Freund, dem Bibliothekar. Aber dafür müssen wir uns noch einen Gegenstand beschaffen, und zwar hier. Moment, was ist das hier eigentlich? Ich will nochmal kurz gucken. Ja, ein Eingang. Daran kann kein Zweifel bestehen. Da geht's zur Kostümabteilung. Dankeschön. Dass es ein Eingang ist, weiß ich auch. Ich wollte nur wissen, wie es heißt. Kostümabteilung ist das hier. Mit dem Garderobenzwerg. Und einem sehr hübschen Pferdekostüm. Ein interessantes Pferdekostüm. Und vermutlich lässt es sich auf eine nützliche Weise verwenden. Ja, wenn du schon so meinst. Und außerdem will ich noch die anderen Kostüme angucken, einfach weil ich selbst wissen will, was Rincewind dazu zu sagen hat.
Ja, genau. Ein Hühnerkostüm. Es hat Federn und gackert. Huhn, kapiert? Müssen wir uns jedes Mal alles aus der Nähe ansehen? Ja, dafür habe ich meine rechte Maustaste. Und ein Froschkostüm hast du auch noch. Ein Froschkostüm? Noch dazu in meiner Größe? Ja. Zum Glück gibt das Spiel uns, glaube ich, keine Option, das mitzunehmen, oder? Nein, danke. Es genügt, wenn ich den Erzkanzler wecke. Dann brauche ich ein solches Kostüm nicht mehr. Ja, der Erzkanzler hat Rincewind schon mehrfach gedroht, dass es sich mit den Fröschenkröten am Teich abgeben darf, wie wir schon beim Ritus von Aschkente gehört haben. So, Anzüge und eine Rüstung, das lassen wir mal in Ruhe. Reden wir mal mit dem Zwerg. Oder ist es ein Zwergin? Ich meine, schleifend und so. Naja, hi. Grüß dir, guter Mann. Frau, ich bin eine Frau. Ich bin ein Zwerg und trotzdem eine Frau. Oh, es tut mir schrecklich leid. Woran erkennt man den Unterschied? Wenn du das nicht weißt, von mir bekommst du keine Hinweise. Na, wie kann ich dir helfen? Klingt nach, einer ziemlich heftigen Schnauze. Also, vom Mundwerk her. Großes Mundwerk. Ein Zwerg, der in der Garderobenabteilung arbeitet? Das ist doch eigentlich ein Frauenjob, oder? Ich bin eine Frau. Es tut mir schrecklich leid. Ich komme noch einmal herein. So ist es schon besser. Ja. Welche Kunden bedienst du normalerweise? Ach, wenn man bedenkt, welche Bedeutung man hier der Kleidung beimisst, unter solchen Umständen hat ein Kostümladen nur wenig Sinn. Warum hast du gerade die Stimme gewechselt? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum Zwerge so dünn gesät sind. Ich nicht. Den Witz habe ich nicht verstanden. Erklärt ihn mir bitte. Gib mir mal das Kostüm und... Das Pferdekostüm. Das kannst du dir nicht leisten. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Ich tausche das Kostüm jeden Requisiten des neuen Films Jellybabische Nächte. Schmuck wäre nicht schlecht. Was Buntes und Auffälliges. Na, worauf wartest du noch? Brich auf und such nach Dingen. Bist du ganz sicher, eine Frau zu sein? Natürlich bin ich das. Einige von uns zweifeln nicht an der eigenen sexuellen Identität. Hust. Touché. Na gut. Wir haben schon den Gegenstand dabei, den es haben will. Nämlich hier an diesem verwesenen Arm. Wenn ihr mal genau hinseht, ist da dieser Ring dran. Den kann ich abziehen, indem ich Doppelklick drauf mache. Ein Ring? Ah, und ihm haftet noch immer der mystische fernöstliche Duft von Seuchenopfern an. Das neueste Parfüm. Seuchenopfer Nummer 12. Nimm das Ding und da steckt dran. Hier, ein jellybabischer Ring, extra für dich. Ja, er ist echt. Oho, das wird wundervoll aussehen. Wir brauchen etwas für den Nabel der Bauchtänzerin sündige Sabrina in Szene 13. Ach, tatsächlich? Ja. Na, du könntest Sabrina bei der Anprobe ihres Kostüms helfen, wenn du möchtest. Wirklich? Wo ist sie? Direkt vor dir, Junge. Warte. Ich hol noch schnell die Trottel und Glocken. Lauf! Los, weg von hier! Oh, Hilfe. Erst eine Meute Frauen, die mich kastrieren will und dann sowas. Es ist echt nicht mein Tag. Sein Tag. Oh mein Gott, Walter. So, wir haben das Pferdekostüm. Wozu brauchen wir das Kostüm? Nun, es wurde gesagt von Frau Wetterwachs, dass die Elfen so ziemlich alles vor die Tür jagen, was nicht Elf oder Einhorn ist. Na, dämmert's langsam. Dafür brauchen wir noch ein Horn und wie auch immer es geeignet ist dafür, wir brauchen dafür dieses Trötenhorn-Ding. Und ich glaube, wir müssen es mit dem Leim benutzen. Eine klebrige Tröte. Tata, was hat er dazu eigentlich? Die Tröte eines Clowns. Mit viel Leim am Ende. Klebrige Angelegenheit. Hier hätten wir ein Einhornkostüm. Tada! Mein eigenes Einhornkostüm. Ein bisschen zu groß, um es allein zu tragen. Aha. Ja, und genau dafür brauchen wir die Hilfe eines Primaten.
den wir kurz holen gehen.